Hey und willkommen! Bei diesem Video handelt es sich um Werbung, da Elgato dieses Video unterstützt. Denn Elgato hat mal wieder was Cooles erstellt. Zusammen mit der CC-Creatorin Ravashin gibt es ein wirklich großes Update für die diesmal CC-Objekte von Elgato, die wir letztes Jahr in den Start gebracht hatten. Und die gibt es für euch jetzt als kostenlosen Download. Außerdem startet ein kreativer Contest, bei dem ihr mitmachen und was Cooles gewinnen könnt. Das möchte ich euch heute alles vorstellen. Daumen hoch, es geht los! Das Elgato Stream Deck, das ist ein Tool, um es vor allem Streamern einfacher zu machen, bestimmte Szenen vorher zu planen und dann während des Streams mit nur einem Druck auf die vordefinierte Aktion diese dann ausführen zu lassen. Das kann das Starten oder Stoppen des Streams oder das Wechseln einer Szene oder zum Beispiel die Lampensteuerung sein. Und das geht auch in diesem Sphere mit dem Elgato CC Set. Das Elgato Stream Deck MK2 bietet außerdem die Möglichkeit der Individualisierung durch sogenannte Plates. Das sind so Cover und die gibt es in verschiedenen Motiven, die man einfach austauschen kann. Und so ein Stream Deck mit MK2 mit einem Wunschplate eurer Wahl obendrauf, das könnt ihr abstauben. Mehr dazu später. Aber ihr ahnt es schon, diese Plates mit den verschiedenen Motiven, die es in echt gibt und noch viel mehr gibt es auch in The Sims 4 und das gucken wir uns jetzt mal an. So, da sind wir im Spiel und ihr seht hier schon, das Stream Deck ist auch dabei. Natürlich ein bisschen größer im Sims-Stil, alles so ein bisschen gehalten, damit es natürlich zum Spiel passt. Und man es auch leichter anklicken kann, auch von weiter entfernt. Und es ist total cool, es gibt hier erstmal einen Hilfe-Button. Natürlich ist alles auch komplett übersetzt auf Deutsch. Und da könnt ihr dann nochmal lesen, um was es hier eigentlich geht, was es alles so ermöglicht. Dort findet ihr auch nochmal den Link zu Ravashins Website. Dann haben wir natürlich hier die Möglichkeit, die Lichtfarbe und Intensität einzustellen. Und das Coole ist, durch diese Objekte ist das Spiel verknüpft mit den Lampen. Also man hat das Stream Deck verknüpft mit den Lampen. Man hat also die Möglichkeit, hier die Lichtfarbe einzustellen und auch die Helligkeit, wie es auch in echt möglich ist. In echt gibt es kein RGB, aber wir können von warmweiß zu kaltweiß hier umschalten. Und das Tolle ist, alle Lampen verhalten sich gleichzeitig. Also alle Elgato-Lampen, die man auch in echt mit dem Stream Deck steuern kann, kann man jetzt auch hier mit dem Stream Deck in die Sims 4 steuern, was total cool ist, ne? Und da kann man auch den Videobestand ansehen, denn das Tolle ist, wenn man ein Stream Deck auf dem Grundstück platziert, dann ist es quasi Elgato-powered, das heißt ein Grundstück mit Elgato-Antrieb und das heißt, ihr könnt normale Computer, und das ist der Gag an der Sache, über dieses Elgato Control Center, das ihr habt, wenn ihr ein Stream Deck habt, könnt ihr nämlich die Medienproduktion, die ihr kennt, ne, von dem Streaming-Tisch aus Werde berühmt und dem DJ-Pult, was ihr vielleicht kennt aus dem Zeit für Freunde Erweiterungspack, steuern. Das heißt, ihr benötigt kein DJ-Pult mehr und auch keinen Streaming-Tisch und auch keine Musikmixer-Tischanlage mehr, sondern habt alles im Computer mit drin, was natürlich ein großer Benefit ist, ne, weil man nicht immer diesen riesen Tisch hier drauf platzieren will und man alles natürlich komplett frei im Baumodus auch hier auf dem Tisch platzieren kann. Und da kann man dann, ne, Videos aufnehmen. Wir machen das jetzt mal hier, machen wir hier ein Beauty-Tipps-Video. Ich weiß nicht, ob das zu dir passt, aber ist ganz cool, oder? Und dann sieht man hier auch schon, ne, wie er das anfängt und am Computer wird dann quasi die Aufnahme gestartet. Es ist dann auch hier mit den Icons hier so gemacht, was ich total toll finde. Natürlich sind auch die Sprechblasen entsprechend optimiert. Und man kann sogar aus dem Inventar so eine Kamera hier draufziehen auf dieses Ringlicht. Ihr könnt natürlich auch die Lampen komplett individuell steuern, ne? Also ihr könnt auch hier einzeln die Farbe ändern. Oder ihr könnt auch über das Elgato Control Center hier auch dasselbe machen, wie es auch über das Stream Deck geht. Wir haben dann auch noch die Möglichkeit mit dem nächsten Objekt, also es gibt zwei verschiedene Lichter, ein Ringlicht, ein Ringlight und ein Keylight. Und auf das Ringlight könnt ihr auch eine Kamera slotten.
Und dann haben wir noch das Wave-Mikrofon. Und da gibt es dann die Möglichkeiten, ne, Schauspielen zu üben, wenn ihr Werde berühmt habt. Rede üben, ne, ist Base Game, Geschichten erzählen üben auch. Debattieren ist, glaube ich, mit an die Uni. Aber das ist alles verfügbar dann ab verschiedenen Leveln, wie es halt auch im Spiel ist, ab welchem Fähigkeiten-Level man das machen kann. Und das Tolle ist, dass man dasselbe auch mit dem DJ-Pult machen kann. Also man kann einen Mix kreieren und das dann eben so machen. Das Coole ist, die Videos, die man dann produziert hat, wenn er mal hier fertig wird, die hat man dann auch im Stream Deck quasi als im Inventar. Jetzt kommt das Begrüßungskomitee, das brennen wir mal ab. Und das Schöne ist dann auch, dass das verknüpft ist miteinander. Und dann kann man das Video quasi posten, man kann auf Kommentare antworten und so. Mein Elgato Beauty Video. Und dann kann man, hat man das in diesem Stream Deck mit drin hier. Da habe ich nochmal ein Setup gebaut. Was macht er hier schon, den DJ Mix? Ja, auch hier sieht man eine tolle Animation hier. Das Schöne ist auch, dass die Lampen angehen, wenn der anfängt zu streamen. Also die Lampen gehen automatisch an, man muss die nicht mal selber einschalten, wenn er anfängt zu streamen. Hier im Stream Deck hat man dann diesen Videobestand und das kann man dann, ne, nochmal Übergänge hinzufügen, Effekte, man kann es bearbeiten oder auch dann hochladen. Und man kann auch hier natürlich dann die Lampen steuern und das funktioniert nur, nicht nur mit Computern, sondern auch hier mit so Laptops, ne? Also wenn man das Stream Deck hat, dann hat man diese Features hier mit dabei. Ja, der macht hier so eine Mucke hier. Ich breche das mal hier ab, das ist ein bisschen laut. Ja, hier kann man jetzt ganz normal Rede üben, ne? Ist weniger spektakulär. Man kann das Ding natürlich als normalen Computer auch nutzen, was total schön ist. Und wir haben nämlich noch ein Objekt. Es gibt nämlich nicht nur diese vier Objekte, und die wir hier im Kaufmodus haben, sondern man kann auch nach Elgato suchen. Elgato. Und da kommen alle. Und es gibt nämlich auch noch den Greenscreen. Und da steckt auch noch mal was richtig Tolles dahinter. Schön, dass ihr noch dabei seid und noch nicht abgeschaltet habt, weil das ist echt ein geiles Feature. Wir gucken uns aber zuallererst mal die Cover an, ne? Weil ihr könnt ja auch, wenn ihr mitmacht beim Contest, ein Stream Deck in echt gewinnen für euch. Und da dürft ihr euch ein Wunschblade aussuchen. Das sind diese Cover, also diese Designs. Das habe ich hier. Das ist ganz schön. Es gibt hier noch so eins. Ihr findet alle auch auf der Website von Elgato. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und ja, da gibt es verschiedenste Musterfarben und so, die man sich auswählen kann. Also sucht euch da schon mal eins raus. Ich glaube, das ist ganz interessant, was es da alles gibt. So, wir kommen zum Greenscreen. Ja, und da geht die Magic weiter. Also nochmal kurz. Auch nochmal zur Erinnerung, also diese Objekte, die kann man natürlich komplett frei verschieben auf den Tischen und so, ne? Kann man auch drehen, auch das Mikrofon, ne? Das ist dann alles hier slotbar. Man kann sich so individuell seinen Raum zusammenstellen. Was ihr auch machen könnt, um hier das Stream Deck zu gewinnen. Aber jetzt zum Greenscreen. Es ist so viel, es ist so toll. Ich bin ganz hyped, ne? Ihr merkt das vielleicht auch. Man kann auf dem Greenscreen, der nicht nur ein Deko-Objekt ist, man kann auch ein Foto wählen. Und das Coole ist, man kann Fotos oder Gemälde, die man gemalt hat und die der Sim im Inventar hat oder die an der Wand auch hängen, funktioniert auch, kann man dort hinzufügen und dann ist das Bild oder das Foto, was man gemacht hat, auf dem Greenscreen zu sehen, was natürlich toll ist. Man kann dann auch noch Filter festlegen und das Ganze dann auf dem Greenscreen quasi ja, entsprechend gestalten. Man kann dann auch wieder zurücksetzen und dann ist das hier ja, wieder grün, wie es sein sollte. Ne? Im Spiel macht ja ein Greenscreen wenig Sinn, weil der Sim ja selber nicht aufgenommen wird, und aber wenn man das macht, dann kann man auch zum Beispiel mit der Fotografiefähigkeit und dem Greenscreen ganz tolle Sachen machen. Also wenn man ein Mode-Creator ist oder so und dann vor dem Greenscreen irgendwelche Modefotos machen will, dann kann man das auch mit dem Greenscreen machen. Das muss nicht immer der Gaming-Creator sein. Ja, hier seht ihr dann nochmal die Objekte. Auch hier gibt es natürlich deutsche Übersetzungen, die wir gemacht haben. Und ja, richtig schön. Und die gibt's alles kostenlos für euch als Download. Habt ihr jetzt auch Bock bekommen, ein Creator-Zimmer damit einzurichten? Ja, dann macht doch einfach mit. Erstellt einfach einen maximal 10x10 Kästchen großen Raum in diesem Sphere, nutzt die Elgato CC-Objekte und richtet euer Traum-Creator-Zimmer ein. Lade dann diesen Raum in die Galerie hoch und nutzt den Hashtag ElgatoSimFans.de im Beschreibungsfeld. In einem Stream wird unter allen Teilnehmern ein Creator-Zimmer dann ausgewählt und der Gewinner bekommt dann ein Elgato Stream Deck MK2 mit einem
einem Wunschblade im Wunschdesign obendrauf. Alle Infos und Termine zur Teilnahme findet ihr in der Videobeschreibung. Guckt da unbedingt rein, wie ihr genau mitmachen könnt und was die Bedingungen sind. Ich bin gespannt, wirklich, ich bin echt mega gespannt, was ihr mit den Elgato CC-Objekten in diesem Sphere einrichtet. Und ich freue mich jetzt schon mega auf den Stream, wo wir uns das zusammen angucken. Viel Spaß beim Bauen, euer Daniel.